Hallo und willkommen zu diesem Video aus dem Bereich Ebene Geometrie und einer Aufgabe über Winkelsummen im Dreieck. Der Text ist einfach, er lautet Berechne Alpha und ihr seht, hier sind vier Dreiecke gegeben, bei denen jeweils der Winkel Alpha auszurechnen ist. Ich habe ihn hier schon orange markiert. Was man wissen muss, um diese Aufgabe zu lösen, ist, dass in jedem beliebigen Dreieck die Summe der Innenwinkel gleich 180 Grad ergibt. Ich habe hier oben ein Dreieck skizziert, bei dem die Winkel Alpha, Beta und Gamma heißen. In diesem Dreieck gilt also, dass Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad ergibt. Diese Formel gilt in jedem beliebigen Dreieck und wenn man diese Formel anwendet, lassen sich die Aufgaben auch einfach lösen. In dem ersten Dreieck sind schon zwei Winkel gegeben, der Winkel 42 Grad und 64 Grad. Und es muss also damit gelten, dass 42 Grad plus 64 Grad plus Alpha gleich 180 Grad ergibt. Ich kann also Alpha berechnen, indem ich das umforme. Alpha ist dann 180 Grad minus 64 Grad minus 42 Grad. Alpha ist dann 180 minus 64 sind 116 Grad. 116 minus 42 ergibt 74 Grad für den Winkel Alpha. Aufgabe B funktioniert genauso. Auch hier sind zwei Winkel gegeben, einer mit 26 Grad und der zweite ist ein rechter Winkel, der hat also 90 Grad. Und wenn ein Winkel schon 90 Grad ist, dann müssen die anderen beiden zusammen auch 90 Grad ergeben, damit ich als Summe 180 Grad erhalte. Reicht hier also anzuschreiben, dass 26 Grad plus Alpha gleich 90 Grad ergeben muss. Diese Aufgabe ist also Alpha gleich 90 Grad. Minus 26 Grad, 90 minus 26 sind 64 Grad für den Winkel Alpha. Aufgabe C ist schon ein bisschen schwieriger. Ihr seht, da ist nur mehr ein Winkel gegeben mit 68 Grad. Aber dafür sind zwei Seiten beschriftet. Diese Seite und diese Seite sind gleich lang. Es handelt sich also um ein gleichschenkliges Dreieck und in einem gleichschenkligen Dreieck sind die beiden Winkel, die an der Basis anliegen, auch gleich groß. Also wenn dieser Winkel hier 68 Grad ergibt, ist auch dieser Winkel hier 68 Grad. Damit haben wir, so wie in den Beispielen davor, wieder zwei Winkel gegeben und wir wissen, dass der Winkel Alpha plus 68 und 68, also plus 2 mal 68 Grad, wieder 180 Grad ergeben muss. Alpha ist also dann nach Umformen 180 Grad minus 2 mal 68 Grad. Ausrechnen, 2 mal 68 ergibt 136. Alpha ist also 180 Grad minus 136 Grad. Das ergibt 44 Grad für den Winkel Alpha. Aufgabe D ist noch ein Stückchen schwieriger. Hier ist gar kein Winkel mehr gegeben. Dafür wissen wir, dass alle drei Seiten in diesem Dreieck gleich lang sind, die sind alle mit demselben Buchstaben beschriftet. Es handelt sich also um ein gleichseitiges Dreieck und in einem gleichseitigen Dreieck sind nicht nur alle drei Seiten gleich lang, sind auch alle drei Winkel gleich groß. Wenn der Winkel links unten Alpha ist, sind auch die anderen beiden Winkel. Alpha haben also dieselbe Größe. Das heißt, in einem gleichseitigen Dreieck teilt sich die Winkelsumme von 180 Grad auf drei Winkel zu gleichen Teilen aus. Das heißt, ich kann Alpha berechnen, indem ich 180 Grad drei teile und Alpha ist dann im 180 Grad Drittel, das sind also 60 Grad für alle Winkel im gleichseitigen Dreieck. Ja, und damit haben wir auch diese Aufgabe gelöst.